Hallo, hier ist wieder euer Brennmann mit einem Unboxing. Und heute gibt es ein größeres Päckchen. So, muss ich das überhaupt schneiden? Es sieht so aus, ich finde nämlich ein komischer Karton. Da haben wir die Öffnung. Na komm schon, na komm schon. Wow. Der Karton hat es in sich. Wow. Schön. Nächster Karton. Ja, wie ihr seht, der nicht Karton aufkriegende Brennmann hat sich eine neue Tastatur gegönnt, weil die alte anfängt rumzuspacken. Wir haben eine von Sharkoon, eine Skilla, und zwar die SGK5 mit RGB-Zonenbeleuchtung. Immer noch ein Aufkleberchen mehr. So. Da hätten wir das gute Stück. So. Und hier hätten wir die Handballaufnahme. So, Moment. So, sind wir aufgeregt. So ist von Sharkoon übrigens das neueste Modell an Tastaturen. Was? Die guten Damen und Herren auf den Markt gebracht haben. Klassische Rubber Doom Tastatur. RGB mit 6 Zonen Beleuchtung, sprich ist es nicht jede einzelne Taste beleuchtet, sondern Zonen aufgeteilt. 3 Block Layout. Die Handballenauflage ist, wie man sieht, oh, die ist aber schwer. Ist abnehmbar. Das Ganze soll inklusive gesleeftem USB-Kabel 1120 Gramm wiegen. So. Hat Abmessung von 482 x 185 x 40 mm. Oh, das mit Magnet. Das geht aber schön. Ja, die wiegt schon was. Ja, im Vergleich meine Rolle hier, die ist ein bisschen leichter, sieht sehr hochwertig aus. Das Ganze hat jetzt gekostet 39,95 bei Alternate bestellt. So, dann gucken wir uns, kümmern uns hier mal ums Kabel. Ist ganz schön kalt, das Schätzchen. Wir haben 5 Multimedia-Tasten, 5 Makro-Tasten und 3 Profiltasten. Ich lese das hier mal so von der Sharkoon-Seite ab. Kabellänge soll 1,76 sein. So. Wie erwähnt ist es gesleeved. Das ist schon immer ein großer Pluspunkt. Ich liebe gesleevede Kabel. Ja, Bezeichnung Skilla SGK Nummer 5. Was haben wir hier noch? Software konfigurierbar, Anti-Ghosting Case, NK Rollover Unterstützung, austauschbare Funktion der Pfeiltasten mit WASD-Sektion. Mhm. Und ja, Gaming-Software gibt es individuell konfigurierbare Tastenfunktionen, Anzahl der Profile 3 und Onboard-Speicher für Spieleprofile gibt es auch mit Kapazität sind 256 Kilobyte. So, das war es dann eigentlich schon von den Daten. Jetzt gucken wir uns das Schmuckstückchen hier mal an. Wie gesagt, es ist noch ganz neu, die Nummer 5. Von der 4 und von der 3 habe ich ein paar Berichte gefunden. Da sind alle hellauf begeistert von. So, probieren wir erstmal. Oh, die sind sehr ruhig. Wenn wir mal hier im Vergleich die Logitech, welche war das? Die 105, glaube ich. Ich
Schnapp mir mal das alte Ding hier. Jupp, die G105. Im Vergleich von der Tastenlautstärke her. So, wir müssen noch die Füße ausklappen. So. Das Ding ist wirklich schwer, das ist ungewohnt für mich. Wirkt sehr, sehr stabil. Auf jeden Fall wiegt, nicht wiegt, kommt mir das sehr, sehr viel hochwertiger vor als die Logitech-Tastatur. So, jetzt sind auch die hinteren Füße ausgeklappt. Das Ganze steht sehr stabil. Wir müssen das Ganze mal umarmen. Die sind wirklich traumhaft, die Tasten. Die haben auch einen schönen Druckpunkt. Fühlen sich klasse an. Wir hätten dann hier an der Seite einen ganzen Kram mit Tasten, wo ich momentan echt nicht sagen kann, wofür die da sind. Wir gucken mal ganz schnell in die Betriebsanleitung hier. Das ist die Wave Color. Color Change, pulsartig Single Profil, pulsartig RGB und Custom Animation. Mhm. Ja, das hier sind dann die Makro-Tasten. Das sind Gummitasten, fühlen sich auch echt gut an. Das hier werden wohl auch mit die Makro-Tasten sein. Na, das sind die Game-Profile. Aha. 1 bis 3 und hier haben wir die Makro-Tasten. 1 bis 5. Und hier haben wir für, das ist natürlich Lautstärke, kleine Drehregler. So, jetzt haben wir es. Und für Helligkeit sind Rasten, also man hört es nicht, aber man sieht es vielleicht. So, jeder kleine Dreh ist ein Raster. Finde ich sehr gut. Gefällt mir. Ja, und dann hätten wir hier die typischen Multimedia-Tasten. Die sind wiederum wie auf der anderen Seite. Ich hoffe mal, ich muss mal aufs Bildchen gucken. Ja, man sieht es. So. Genauso Kunststofftasten wie die normalen Tasten. Und die hier sind halt als Gummi, finde ich sehr gut. Die haben auch einen schönen, ja, wie sagt man, Grip? Handling? Ja. So, hier hätten wir mal kurz die Gebrauchsanweisung. Beziehungsweise nur kurz, ne, was das hier für Tasten sind. So, ja, die Software, denke ich mal, werde ich mir runterladen müssen. Schließe ich das Ganze jetzt hier mal so spontan an. Das werde ich wohl, glaube ich, tun. Wir sehen uns mal wieder, wenn ich das Ganze angeschlossen habe. So, ja, da hängt man so einmal angeschlossen. Machen wir hier das Licht aus, dann sieht man das vielleicht besser. Sieht man es besser? Ja, man sieht es besser. So, wir probieren mal hier die Modis aus. Ich hoffe, ne, man erkennt es. Ja. Mal hier auch nur rot, auch sehr schön. Was haben wir dann hier? Aha, ja. Aha. Ja, da werde ich mich noch ein bisschen reinfuchsen müssen. Ja. Geht das auch mal wieder so auf bunt? Ja, sieht so ein bisschen schöner aus. Ja, gefällt mir so auf den ersten Eindruck richtig gut. Das war es dann auch erstmal schon mit dem Unboxing. Ich werde jetzt die Software runterladen und dann geht es videomäßig weiter, weil ich wollte euch die Software dann auch noch zeigen und ich würde sagen, bis gleich. So, da wären wir wieder. Jupp, funktioniert. Ja, das wäre die
Software von Shakun. Jetzt sind wir hier auf Haupteinstellungen. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich kann hier wohl einige Tasten. Aha. Mit Dingens belegen, ja. Hier haben wir die Makroeinstellung, Beleuchtungseinstellung, Welle, Farbwechsel, permanent, einzelnes Profil posierend, aha, RGB-Zyklus posieren, pulsierende Profile, aha, ich mach das mal, so, gut. Wenn ich die jetzt hier so wegmache. Ja, jetzt haben wir es pur in Rot. Ja. Standby brauchen wir nicht. Geht das hier auch so in Dunkel? Ich werde die jetzt nicht komplett einstellen, nur mal so grob die Software anzeigen. Ja, tut sich auch. Also funktioniert sehr schön schnell. Erweiterte Einstellung, Polling-Rate. Windows, oh, Windows-Taste schön. Kann ich das auch nicht? Ach so, warte. Warte. Stopp, anwenden. Jo, wie man es hört, ich hauer drauf rum. Funktioniert nicht. Und jetzt hätten wir es wieder. Sieht so. Was hatten wir sonst noch? Tastenreaktionszeit. 2, 4, 8 und 16 Millisekunden. Auch schön. Jetzt gehen wir mal wieder hier drauf. Ja, ihr seht oder auch nicht seht. Funktioniert eigentlich wunderbar. Muss man sich halt mal ein bisschen rein fuchsen. Aber das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Hier dann ein Profil erstellen. Aha, Profilname da, ja. Ich glaube, hier gut, das mit dem Laden. Ja, mehr kann ich euch schon nicht großartig zeigen. Wofür ist denn? Na, das finde ich auch noch heraus. Hier gibt es nämlich noch so eine schöne Shakun-Taste. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche darauf einzugehen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Brennme.